Herzlichen Glückwunsch! Sie sind am Ende dieses Kurses angekommen. Ich hoffe, Sie hatten viel Freude beim Durcharbeiten und Ausprobieren im Rahmen dieses Kurses. Ich hoffe, die Tipps und Tricks, die ich Ihnen mit auf den Weg geben konnte, waren hilfreich bei der Erstellung Ihrer eigenen Videos bzw. bei der Erstellung von Audios und Videos mit Ihren Schülerinnen und Schülern. Zum Abschluss haben wir sowohl in den einzelnen Kapiteln als auch jetzt ganz am Ende noch weitere Materialien, Tipps, Tricks, Kurse, Plattformen, Tutorials. Die Welt ist so groß, die hier hintersteckt. Schauen Sie sich einfach um. Ich selber produziere im Hochschulkontext seit 2013 Audios und Videos. Ich habe dieses Studio hier mit aufgebaut, aber ich kann ganz klar sagen, bei jeder Produktion lerne ich wieder mit dazu. Und das macht für mich das Thema auch so spannend. Man ist nie am Ende angekommen, sondern es gibt immer was Neues zu entdecken. Entdecken Sie also Neues. Lassen Sie sich inspirieren. Sprechen Sie mit Kolleginnen und Kollegen. Schauen Sie sich positive Dinge bei anderen ab. Und machen Sie vielleicht aus einem Video ein interaktives Video. Das ist möglich mit der kostenfreien Open-Source-Software H5P, die zum Beispiel auch in Moodle integriert ist. Wenn Sie daran Interesse haben, was ein interaktives Video ist und wie dieses ganz einfach erstellt werden kann, haben wir Ihnen dazu verschiedene Angebote hier drunter verlinkt. Jetzt aber wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß beim Weitermachen, Weiterlernen und Ausprobieren mit Ihren eigenen Audios und Videos, auch zusammen mit Ihren Schülerinnen und Schülern. Ich bedanke mich, dass Sie diesen Kurs mit mir durchgearbeitet haben. Machen Sie es gut.